Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Märklin die 39376, die Baureihe 101 aus. Die haben wir zwar schon, aber ohne Kurzkupplung, die da drin ist, die soll auch besseren Sound haben. Und ja, bin ich schon sehr gespannt auf die Lok, da die ja auch zu unserem neuen Nightjet-Zug passt. Und ja, also das ist von Märklin. Natürlich Märklin MFX fähig wird sie wohl sehr wahrscheinlich, mit sehr höherer Wahrscheinlichkeit sein. Dann soll sie auch eine ganz Metallausführung sein, also soll komplett aus Metall bestehen. Ja. Ah ja, da bekommen wir noch so einen Neuheitenkatalog vom Sommer dieses Jahr raus. Ja, die sieht sehr schön aus, hat glaube ich keine Kurzkupplung. Oder keine Ahnung, das ist jetzt nur meine Vermutung. Zum 175. Geburtstag der SBB. Ja, ist ganz schön. Ja, mit diesen. Aber jetzt soll es ja um die 101 gehen. Ja, hier ist noch ein Gutschein, glaube ich. Ja. So. Dann tun wir das doch schon mal weg. So, also diese Lok ist also eine ganz Metallausführung. Ein Mittelmotor hat es, 4 angetriebene Achsen, also sie hat ja 2 Drehgestelle, eine normale Lok hat 2 Drehgestelle und davon ist jede Achse angetrieben. Ja. Ein umfangreicher Sound- und Lichtfunktion heißt, alles Mögliche ist dabei. Nicht wie die alten Loks, die so Sound ganz normal haben, so, sondern so. Ja. Und eine Kulissenführung. Ja, mit einem Normschacht natürlich, dass man seine eigene Kupplung dran machen kann. Aber Kulissenführung ist bei Märklin so, ja, wenige Modelle haben es bei Märklin wirklich. Und ja. Und da sie aus ganzem Metall ist, dass alle Achsen angetrieben sind, einen Mittelmotor hat. Das ist dann schon mal gut für die Zugkraft, die die Lok hat. Ja. Also, da ist sie. Da ist die Artikelnummer. Hier steht MFX. Also, wenn ihr sie aufs Gleis stellt und von Märklin eine Zentralstation habt, oder auch so eine, es gibt ja auch diese kleinen von Anfangspackungen, die werden sich dann da selbstständig anmelden. Keine Ahnung, ob man da alle Funktionen hat. Weil manchmal ist es ja, wenn man per MFX sie anmeldet, sind dann nur Teilfunktionen da. Das könnte dann in der Betriebsanleitung nachschauen. Weil da muss man irgendwie bei der Lok MFX ausstellen oder bei der Zentralstation und dann kann man die über DCC anmelden und dann hat man alle Funktionen. Mal sehen, wie es bei der Lok dann sein wird. Aber ich denke auch so ähnlich. Jetzt gerade hat sie die Märklin-Kurzkupplung dran. Da ist sie. So. Schön Metall alles. Und ja, heute gar nicht mehr so oft. Okay, die hat hier sowas. Keine Ahnung, ob das eine Funktion hat.
Oder ob das einfach nur Spielerei ist, keine Ahnung. Also hier seht ihr. Jeder Reifen ist angetrieben. Kupplungsschacht hat sie auch. Kupplung geht nicht immer ganz in die Ausgangsstellung zurück. Weiß nicht, ob das was sich aus dem, ob das sich aufs Fahren ausübt. Hier genau das gleiche. Ja, der bleibt dann einfach in dieser Stellung. So. Also wenn man es etwas stärker einschlenkt, dann ja. Weiß nicht, hier ist der Schleifer. Sonst eine echt schöne Lok. Ohne Lokführer. Aber da kann man mal hinwegsehen. So, die Funktion seht ihr dann im Fahrvideo, was dann in den nächsten Wochen, die nächsten Tage vielleicht auch schon kommen kann. Ja, dann like das Video, abonniert und ganz wichtig Glocke aktivieren, dass ihr das Fahrvideo von dieser Lok mit allen Funktionen werden einzeln vorgestellt, nicht verpasst. Das ist ganz wichtig. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schöne Ferien. Wir haben ja in Bayern jetzt gerade Ferien. Oder schon Ferienmitte. Dann ciao. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.